Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und heute schauen wir uns einige neuere und auch ein paar ältere Mods für das Spiel an. Und wir fangen in diesem Gehege an. Dort befinden sich zwei neue Flamingo-Arten. Da haben wir nämlich einmal hier vorne, schön in knalligen Rot. Gehen wir mal näher ran, der kommt für die weiblichen Flamingos ins Spiel. Das ist der Kuba Flamingo. Der ist richtig schön rötlich und nicht mehr so rosa, wie er sonst war. Ey, ich gehe hier nicht in den. Er will sich in den Mittelpunkt drängen. Wir gehen mal zu dem hier, dann können wir es besser beobachten. So, jetzt kann ich nämlich auch mal ein schönes Beispielbild vom Originaltier einblenden. Und dann seht ihr gleich, dass der Kuba Flamingo oder auch roter Flamingo wird er, glaube ich, auch genannt, viel, viel rötlicher ist, so wie er jetzt hier auch im Spiel ist. Also kommt schon sehr nah an das Original ran. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, die Farbe ziemlich cool. Sieht nice aus. Vom Model her hat sich nichts geändert. Das ist lediglich der Skin und die Farbe, die sich geändert hat. Und das Pendant dazu habt ihr ja schon gerade gesehen. Hat sich ja gerade schon erfolgreich in den Vordergrund gedrängt. Das ist nämlich hier der männliche Flamingo. Und das ist der James Flamingo. So heißt der. Auch eine sehr schöne Farbkombination. Steht hier gerade so schön still, blende ich auch mal hier ein Bild ein. Und dann seht ihr auch, dort kommen die Farben auch hin. Die sind ein bisschen knalliger bei beiden Flamingos als in echt. Allerdings passt das dann aber auch sehr, sehr gut zum Planet Zoo Grafikstil. Also ich finde das sehr cool umgesetzt. Auch hier ist das natürlich eine Farbanpassung nur. Aber die sieht auch super aus. Also gefällt mir echt gut, diese zwei neuen Flamingo-Arten. Und ich finde es auch cool, dass man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, beide im Zoo sozusagen zu haben. Weil das halt Männlein und Weiblein sind. Sieht schon cool aus, so ein bisschen Farbunterschiede hier im Flamingo-Gehege zu haben. Eine relativ simple, aber trotzdem sehr coole Mod. Jetzt seht ihr die auch nochmal am Land watscheln. Und wie sie schnattern, ist auch cool. Aber das ist natürlich alles wie vorher. Als nächstes kommen wir zu einem Vivarientier. Meiner Meinung nach ein relativ unspektakuläres, aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten. Und da haben wir die Bananenschnecke. Die sieht so aus. Eigentlich einfach nur so eine Nacktschnecke in Gelb. Ich blende jetzt mal ein Originalfoto ein. Und die sieht natürlich wirklich sehr nah am Original aus. Aber ich glaube, da kann man auch nicht so viel falsch machen. Ist halt einfach nur eine gelbe Nacktschnecke. Jetzt, wie gesagt, nicht so spektakulär. Aber ich finde es trotzdem gar nicht so schlecht. Dann hat man wenigstens auch mal so ein bisschen Variation bei den Schnecken. Ich glaube, es gibt nämlich vorher auch nur, oder gab vorher auch nur eine weitere Schneckenart. Ich möchte hier auch nochmal zeigen, so sieht die von oben aus. Ist halt immer nicht so einfach, euch die Vivarientiere vernünftig zu präsentieren. Aber ich denke mal, ihr könnt das ganz gut sehen. Vielleicht können wir auch mal die Rückseite sehen. Ja, die sieht so aus. Sieht man sogar den Mund. Sieht ganz interessant aus eigentlich. Die kommt übrigens für, Moment, lasst mich nicht lügen, für die echte Achatschnecke ins Spiel. Das ist diese Schnecke mit diesem roten Häuschen. Also hat sich schon ein wenig geändert, das Model. Ist mal was anderes. Und als nächstes haben wir wieder etwas Spektakuläreres, nämlich in diesem wunderschönen Gehege. Die Gehege sind übrigens aus dem Workshop, die ich hier mal benutze. So, wo haben wir denn das Tier? Das ist ein Primat. Pausier gleich mal, wenn er hier an einer guten Stelle ist. So, jetzt kann man ihn einigermaßen gut sehen. Sind ganz schön flink und klein, die Tierchen hier. So sieht er aus. Das ist das Wolf oder die Wolf-Meerkatze. Ich kann mal ein Originalbild einblenden für euch. Und ich finde, das kommt schon sehr, sehr nah an das Original ran. Finde ich ziemlich cool. Der kommt übrigens für das Weißschulter-Kapuzineräffchen ins Spiel. Ich finde die Farbe auch echt cool. Und auch das Fell so im Gesicht, das sieht ziemlich cool gemacht aus. Das ist ein sehr nices Model. Wir können uns jetzt ja nochmal in Action angucken. Das wird wahrscheinlich jetzt etwas schwierig mit dem Klettern. Aber wir schauen mal. Weil das Klettern sieht ja manchmal echt doof aus. Bei Planet Zoo. Ja, die Bewegungen sehen aber super aus, ne? Also kann man nicht anders sagen. Und auch das Model sieht klasse aus. Wie schnell der hier auch unterwegs ist. Sehr, sehr verspielt. Aber süßes Tier. Kann
kannte ich so auch noch gar nicht. Wolf Meerkatze. Aber Affen kann man nie genug haben, vor allem wenn das so süße sind. Hier sind sie auch nochmal sogar ein bisschen ruhiger, gerade in Schlafstimmung. Das ist dann auch angenehmer zum Zuschauen. Jetzt seht ihr die nochmal super. Immer auch so ein süßes, plüschiges Fell und Gesicht. Fell und Gesicht, ich meinte natürlich Fell im Gesicht, das wollte ich sagen. Ich finde es cool, das Model sieht nice aus. Und ich finde, der kommt sehr nah ans Original ran und sieht auch gar nicht mehr aus wie der Kapuzineraffe. Sieht halt komplett anders aus. Und als letztes für heute haben wir mal wieder seit langem eine Pferdemod, nämlich den Blue Roan Ron Ballach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, was die richtige deutsche Übersetzung ist. Ich hoffe, das war sie schon. Auf Englisch heißt er Blue Roan Mustang. Und ich habe jetzt bei Google auch nichts Sinnvolles gefunden. Aber die sieht auch wunderschön aus. Schaut euch das mal an. Kommt logischerweise für das Zebrandspiel. Ah, der hat eine wunderschöne Farbe. Und der sieht auch so süß aus. Finde ich echt toll, die Mod. Gleich verliebt. Auch wenn ich nicht so der Pferdefan bin, aber die ist echt hübsch. Auch so die Mähne auf der linken Seite. Schaut euch das mal an. Das ist nicht schön. Die Farbe ist auch toll. Pausier mal ganz kurz. So, jetzt seht ihr den. Und jetzt blende ich mal ein Originalbild für euch ein. Und dann seht ihr schon, die Farbe kommt wirklich nah an das Original ran. Ist vielleicht wieder ein bisschen im Spiel ein ganz klein Ticken knalliger. Aber das finde ich immer voll okay, weil halt das Spiel auch allgemein ein bisschen bunter ist als die echte Welt. Deswegen passt das natürlich ganz gut. Oh, die sind so süß. Ich finde die mega hübsch. Der plüschige Schweif hier hinten. Ich finde das echt besonders toll mit der Mähne, dass sie so nach links ist. Mal was ganz anderes. Ich wusste gar nicht, dass es so schöne blaue Pferde gibt. Oh, der ist sogar ein bisschen weißer. Also die Farbvariationen sind da auch nochmal nice. Der hier sieht nämlich ein bisschen heller aus. Den schauen wir uns auch nochmal an. Na komm mal ins Licht. Du Kleiner. Ja, schaut mal, der ist nicht ganz so blau. Ich finde, die Mod passt richtig toll ins Spiel. Schaut euch das mal an. Ist das nicht ein tolles Bild? Mit diesem tollen Gehege aus dem Workshop. Mega schön. Ich hoffe, es wird irgendwann auch nochmal so sein, dass neue Tierarten hinzugefügt werden und nicht nur ersetzt werden. Weil jetzt könnte man ja so das Zebra nicht mehr benutzen. Ich habe euch ja schon öfter Pferdemods vorgestellt, aber ich glaube, das hier ist meine Favoritenmod. Und ja, Leute, mit diesem tollen Bild verabschiede ich mich von euch. Danke für nix, Pferd. Ja, noch eine Runde. Okay. Ist gut jetzt? Ich würde mich auch trotzdem über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Alle Mods, die ich euch gezeigt habe, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.